zusammen und willkommen zurück hier wieder auf der Schwatzingen beim Biobauer ohne Cosplay. Ja, was steht an heute? Wir müssen hier noch so ein bisschen Feinarbeit machen. Da drüben ist noch so ein bisschen Mais stehen geblieben. Den müssen wir jetzt gleich mal schnell noch wegdreschen. Und dann ja, geht es hier mit der Bodenbearbeitung wieder los. Selbstverständlich werden wir den Mais, den wir geerntet haben, noch zu den Schweinen bringen. Die wollen ja den Mais haben. Beziehungsweise die müssen den haben, damit da endlich mal der Futtertrog wirklich gefüllt wird. So, wir machen jetzt aber mal hier so da ein bisschen längs, dass wir das alles wegbekommen. Ja, da bleiben welche stehen. Das war aber jetzt so nicht geplant. Ja, komm, dann machen wir erstmal hier unten. Ja, oh, und schon wieder ist das Straßenschild weg. Ja, ich hab's gesehen. Tut mir leid. Na, kriegen wir nicht alles auf einmal hin. Ah, da könnte es klappen. Ja, auch nicht. Manno. So, dann drehen wir halt noch einmal kurz um. Ordnung muss sein hier auf dem Feld. Oh, jetzt ist immer noch nicht. Was mache ich denn hier heute? Jetzt aber. Komm, den da noch. Große Nachfrage bei AgriLB. Müsste man mal gucken, was es da Gutes gibt. So, aber wir können das Rohr aus, den Drescher machen wir aus, das Mähwerk machen wir zusammen. Genau, Agri-LB. Oh, Gerste haben wir nicht. Gut, dann nicht. So, Mais wollten wir holen. Und dann auch gleich verfüttern. Mal gucken. Abkippseite ist noch auf links eingestellt. Das ist also richtig so. So, dann fahren wir hier mal unter das Röhrchen. Warten wir da kurz. Wie sieht es denn eigentlich generell bei den Tieren aus? Na, sie haben schon relativ viel Mais. Ich gehe mal davon aus, dass wir das jetzt sogar schaffen könnten, dass wir das voll bekommen. Das wäre ja das Beste im Grunde. Gut. Weil das Ding ist halt, wir müssen dann überlegen, was wir nach jetzt auf die 6061 ansehen. Weil Mais brauchen wir eigentlich immer. Also ich würde hier am liebsten noch mal eine Runde Mais machen. Ich glaube, das werden wir auch machen. So, jetzt gucken wir mal erstmal, ob wir den Anhänger hier leer bekommen oder ob wir noch ein bisschen was übrig behalten. Ja, es bleibt was übrig und zwar genau 417 Liter. Ist das nicht toll? Gut, dann geht das eben in den Silo erstmal. So, abkippen. Den können wir hier aber erstmal stehen lassen. Wir brauchen den Apparat, beziehungsweise den Traktor brauchen wir. Ne, halte mal, wir können doch die Sämaschine lassen wir einfach mal kurz hier stehen, weil der Pflug steht hier vorne. Und ich weiß, ich habe das vorhin schon geguckt, wir müssen 6061 pflügen. Ja, vor allem auch, wenn wir Mais ansehen wollen.
So, man sieht ihn nicht, aber da liegt ein Pflug. Mal gucken, wenn wir da einmal kurz dagegen fahren, können wir den aufstellen. Komm. Na, oh. Ich habe jetzt keine Lust, da extra mit dem Frontlader ranzufahren, damit der... So, guck mal, da steht er wieder. Ich glaube, ich bin jetzt wieder von der falschen Seite dran, oder? Oh, ich weiß es nicht. Ja, es sieht so aus. Na, war klar, Mann. So, dann werden wir nämlich erstmal hier so ein, zwei Vorgewände ziehen und dann kann der Helfer hier im Grunde weiterarbeiten. Dann können wir nämlich in der Zwischenzeit ein paar andere Sachen noch erledigen, die noch zu erledigen sind. Wir machen hier jetzt eben so zwei Bahnen, ja, wobei es wäre fast sinnvoller. Also eigentlich ist das doch Blödsinn, was ich hier mache. Ah, doch, jetzt machen wir die eine Bahn, machen wir durch. Da ja das jetzt die längeren Bahnen sind, müssten wir ja im Grunde unten jetzt hier an der Straße ein bisschen quer arbeiten. Oben am Rand zur 62 dürfte es mit dem Wenden ja keine Probleme geben. Ja, dann machen wir einfach hier unten ein bisschen Feinarbeit, also Vorarbeit, ja. Und dann kann der eben hier schön losarbeiten. Wobei, ne, wir, ich bin doch eigentlich blöd, wir hatten doch gesagt, wir machen hier erst Ölrettich drauf und tun dann pflügen. Ja, so war das doch. Oh. Wenn man nicht an alles, alles im Kopf hat. Komm. Wir müssen ja praktisch zweimal Ölrettich ansehen und dann können wir bald nach dem zweiten Mal pflügen wir und danach könnte man dann mit der Maislegemaschine Mais draufpacken. So wird ein Schuh draus. So, dann stellen wir mal Ölrettich ein, aber ich machen wir das genau so wie eben besprochen. Wir machen hier unten ein, zwei Vorgewände. Oh, ja, 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 komm. Beziehungsweise wir fahren einfach hier eine Bahn mal so gerade, machen das Eck hier unten schnell fertig. Und lassen dann den Helfer loslegen. Ja, es ist manchmal einfach, da denkst du nicht mehr dran, was man eigentlich vorgehabt hat. Aber ich bin ja froh, dass es mir noch rechtzeitig eingefallen ist. Bisschen. Und wieder ein Schild umgesät. Nicht umgemäht diesmal, sondern diesmal umgesät. So, guck mal, da haben wir das. Jetzt machen wir noch ein Bahn hier runter. Und dann könnten wir auf den Längsbahnen den Helfer loslassen. Und wir müssen dann eigentlich den Fendt umkonfigurieren mit Breitreifen, damit wir das Silo noch verdichten können. Weil das steht ja auch noch an.
Da war ein Kasten im Weg. So, aber jetzt guck mal, jetzt machen wir das nämlich hier so. Helfer an und leg los. Hä? Helfer C hat die Arbeit erfolgreich beendet. Nein, hast du nicht. Dann müssen wir, glaube ich, noch ein Stückchen selbst fahren. Wir fahren auch mal noch hier an dem Schneidwerkswagen vorbei. So, und jetzt aber Helfer. So, dele, so dele. Den abhängen. Ja! Ups, Entschuldigung, war nicht geplant. Ah. Ja gut, dann machen wir hier eben mal schnell. Weil wir dann müssen wir den, glaube ich, mal runterlassen, weil der, glaube ich, gleich abfallen wird. So, aussteigen. Konfigurieren. Zwillingsbereifung. Zwillingsbereifung, ja. Kostet zwar 5000, aber was soll's. Ich glaube, zum Silo verdichten ist das gar nicht mal so schlecht. Und er sieht dadurch wirklich urig aus. So, wir gucken erstmal, bevor wir loslegen. Wir sind bei 24% gerade mal. Gucken wir mal, dass wir das jetzt noch schnell fertig bekommen, damit das Silo zugedeckt werden kann und dann schön vor sich hingären tut. Was wir uns mal angucken könnten, gut, es ist zwar jetzt immer nicht so viel Silage, aber was würde denn uns eine B oder ich weiß gar nicht, ob es hier eine oder mehrere BGAs gibt, aber was würde die uns denn kosten, wenn wir uns sowas zulegen würden? Ist ja die Frage, ob wir dann auch mehr Einnahmen dadurch generieren können. Und wir hätten halt Gärreste, das wäre halt auch sehr reizvoll. Weil mit denen könnten wir halt auch noch düngen. Aber da machen wir erstmal das Ding hier fertig. Ich gucke gerade mal, ja, der Ölrettichseher fährt noch. Also hat das geklappt jetzt wohl. So, und wir gucken hier. Ja, wir sind schon bei 50%. Es geht voran hier. Wobei ich denke mal, wenn wir die BGA wirklich oder eine BGA uns kaufen würden, müssten wir aber definitiv dann irgendwie auch was mit mehreren Wiesen machen, damit sich das dann auch wirklich lohnt im Endeffekt. So, das waren Lohnzahlungen, ja. Kommt vor. Na, guck mal, 70% sind wir. Das geht doch relativ zügig jetzt hier. Ich darf nur nicht zu weit nach hinten fahren, sonst drückt er uns da das ganze Häckselgut raus. Und dann müssen wir es wieder reinschippeln. Aber wir sehen ja, wir sind bei 137, 111. Wenn das irgendwie weniger wird vom Wert her, dann wissen wir, dass da irgendwas hinten rausgepurzelt ist. Und dann müssen wir halt nacharbeiten.
noch ist alles im grünen Bereich. Und guck mal, wir sind bei 89%. Das geht ja ruckzuck. Kommen noch fünfmal vor zurück. Dann dürften wir durch sein schon. Ja, 96, 97, 98, 99, 100. Und raus. Wir gucken nochmal, ist alles da? Silo zudecken, perfekt. So, jetzt gucken wir uns mal die BGA-Geschichte an. Wir werden auch gleich nochmal hier die Tiere sauber machen. Ich weiß, dass wir hier eine BGA haben und die kostet uns nur 700.000. Jawohl. So, bald an. Hier ist nochmal eine BGA. Die kostet uns auch 700.000. Hof 2, Hof 1, ne, also 700.000. Ja, den Händler könnten wir auch kaufen, wollen wir aber nicht. 700.000, gut. Wir hätten 200.000 Kredit, also wir könnten mindestens 300.000 aufnehmen, aber das ist dann gerade mal die Hälfte. Also es reicht definitiv nicht für eine BGA. So, jetzt ist die Frage, komme ich jetzt so da rein zum Stall sauber machen? Ich glaube. Raus, raus, raus. Schnell. Da müssen wir wieder gleich mal die Pflegebereifung drauf machen. So bringt das ja gar nichts. Wo haben wir denn den Punkt hier? Konfigurieren. Zack, zack. Breitreifen, Pflegebereifung. Ja, kostet uns nichts. Sehr gut. Aber wir könnten gleich mal reparieren. Reparieren. So, dann machen wir noch die Tiere schnell sauber. Dann ist die Sache nämlich auch schon erledigt wieder. Ups. Lass uns das mal aus der Innenansicht probieren. Wir machen die Schaufel gerade und nach unten. Gucken wir mal. Ja, da liegt noch was. Und ja, das haben wir dann auch erledigt. So, dann noch mal hier reingucken. Sauberkeit kommt gut. Wasser, Stroh ist erstmal gut. Kartoffeln werden jetzt langsam weniger. Da haben wir ja gesagt, dass wir nach dem Mais auf der 60-61 einmal Zuckerrüben machen werden. Sojabohnen kommen, Weizen und Gerste. Das ist alles leer. Mais haben wir ja das bisschen noch im Lager. Wir hätten aber auch noch Kartoffeln im Lager. Das heißt, zur Not können wir auch erstmal noch Kartoffeln verfüttern. So, aber lass uns mal ganz kurz gucken, was... Ja, guck mal an, der ist ja schon... Hat ja doch schon einiges gemacht. Und ich hoffe mal, dass hier das Sojabohnen-Gedöns demnächst fertig wird. Weil dann würde ich doch sagen, dass wir die 67 und die 68 zusammenlegen dann danach. Das werden wir also auch in Angriff nehmen. So, aber wir sind dann doch schon wieder erstmal fertig für den Moment. Morgen geht es dann hier auf der Schwatzingen weiter. Bis dahin, macht es gut und tschüss.